Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. Wenn du in OneNote eine neue Seite einfügst, dann wird automatisch das Erstelldatum und die Erstelluhrzeit unter den Titel geschrieben. Das ist in allen drei OneNote-Versionen so. Wenn dich mehr zu diesen unterschiedlichen Versionen interessiert, dann schau dir mal das Video an, das ich dazu schon gemacht habe. Dieses Datum und die Uhrzeit kannst du ändern, indem du draufklickst und dann das Kalendersymbol links daneben auswählst und dann das Datum änderst. Genauso kannst du die Uhrzeit ändern. Du kannst auch beides löschen, indem du zum Beispiel reinklickst, die Entfernen-Taste drückst oder einen Rechtsklick drauf machst und das Löschen-Symbol wählst. Du kannst das dann aber später nicht genauso wiederherstellen. Also wenn das genauso aussehen soll, dann müsstest du jetzt rückgängig machen, damit es wieder so aussieht, wie du es haben willst. In OneNote für Windows 10 kannst du nicht ändern, aber du kannst löschen und in der Web-App von OneNote kannst du keins von beidem. Darüber hinaus kannst du das Datum einfügen über Einfügen, Zeitstempel, Datum bzw. die Uhrzeit oder auch Datum und Uhrzeit. Die Tastenkombinationen dafür sind Alt-Umschalt-F, Alt-Umschalt-D und Alt-Umschalt-T. Da müsst ihr nur aufpassen, Alt-Umschalt ohne die Buchstaben schaltet unter Umständen euer Tastaturlayout um, sodass dann Y und Z und auch andere Buchstaben vertauscht sind. Diese Tastenkombinationen funktionieren auch in der OneNote für Windows 10 App. Dort gibt es die Menüs nicht und in der Web-App funktioniert keins von beidem. Die Form des Datums ist abhängig von den Einstellungen in den Datums- und Uhrzeiteinstellungen von Windows und dort unter Region. Es wird hier dieses kurze Datum bzw. die kurze Uhrzeit verwendet. Leider lässt sich nach dem Erstelldatum, so wie es hier steht, nicht suchen. Wenn ich hier in die Suche die 29 eingebe und dann danach suche, dann seht ihr hier 29, hier 29, auch hier unten kann er das markieren, aber nicht in dem Erstelldatum. Das finde ich sehr unpraktisch. Was interessiert euch noch zum Thema Datum und Uhrzeit in OneNote? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte euch das. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.